Ich bin endlich hier und ich freue mich jetzt riesig drauf, das hier mitzuerleben. Es sind Workshops geplant, Informationsveranstaltungen, Activity. Let's go! Es ist soweit. Wir stehen bereit. E-Akkord 600. Wow! Einfach geil. Woo! Ich habe jetzt das Vergnügen und die Ehre, mit dem Herrn Joachim Schlereth vom Mercedes-Benz Lkw Vertrieb und Verkauf zu sprechen. Wie kann dieser eActros 600 den Unternehmen Geld sparen? Nicht nur durch die fantastische Reichweite und Performance und natürlich spare ich mit diesem Auto jede Menge CO2. Und CO2-Einsparung ist Geldeinsparung, denn ich spare Maut und ich werde vor allem jede Menge Energiekosten sparen. Und dem Auto ist das Besondere, dass er gebaut ist für 1,2 Millionen Kilometer. Das heißt, die neue Batterietechnologie, die wir hier verbauen, auch nach den 1,2 Millionen Kilometer hat die Batterie noch einen Zustand, dass wir sie wiederverwerten können. Und deswegen ist es eine sehr langfristige Innovation aufgrund der neuen Batterietechnologie. So, jetzt darf ich mit dem Günni sprechen. Einer vom Designer-Team. Grüße dich. Hi, grüß dich. Was hat euch bewegt? Stift, Papier war der Anfang, das steht jetzt da. Absolut. Wichtig war natürlich immer das Ziel, die Aerodynamik zu verbessern. Und wenn du dann halt einen neuen Antrieb hast und neue Möglichkeiten, haben wir dann natürlich auch ein bisschen visuell dann hier auch aufgeräumt und haben die Flächen einfach viel skulpturaler ausarbeiten können. Und ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Ich habe jetzt das Vergnügen, mit dem Herrn Schmidt von Schmidt Logistik zu sprechen und ich grüße Sie. eActros 600, vielleicht nur eine Formfrage. Ich denke, er wird kommen, oder? Ja, hier wird immer das Wort Gamechanger benutzt und das ist ja tatsächlich so. Durch die Mautfreiheit, die wir genießen einige Jahre, durch die Verbrauchswerte. Wir haben jetzt auch schon Stromtarife festlegen können mit unseren Versorgern und wir sehen es auch schon in Kundenausschreibungen. Jetzt ist Geschwindigkeit angesagt und wir freuen uns drauf. Und ich werde auch ein LOI zeichnen wollen. Jetzt stehe ich beim eActros 600 und werde mit dem Johannes über die technischen Aspekte sprechen. Grüße! eActros 600, was kannst du mir erzählen? Relativ viele genau spezifische Dinge gemacht. Wir haben hier zum Beispiel eine Navigation jetzt drin, die wirklich alles mit einbezieht, was für den E-Truck entscheidend ist. Habe ich schon gesehen, dass es dann die Reichweite auch im Endeffekt. Genau, Topografie wird mit reingenommen, Temperatur, Verkehr. Geil. Johannes, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch richtig viel Spaß bei der Präsentation. Das Ding hier, auch wenn ich jetzt 2109 Watt geschafft habe, hat mich jetzt geschafft. Vielleicht sollte ich nach Hause fahren. Und nochmal ein bisschen Sport machen, verdammt nochmal. Und ich hole mir jetzt tatsächlich mein Schild für meinen eActros zu Hause. Ich bin richtig überwältigt. Die Veranstaltung war für mich ein voller Erfolg. Vielen Dank an Mercedes. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.